Jesus sagt, die Zeit ist kurz. Womit wirst du beschäftigt sein, wenn ich komme? 3. Juli 2017. Worte von Jesus an Schwester Claire. Übersetzt und gesprochen von Jackie. Jesus begann betreffend der Entrückung zu sprechen. Das Bewusstsein muss präsent bleiben. Menschen neigen dazu, zu vergessen und sich in die Arbeit zu vergraben. Und zu jenen von euch, die sich in ihre Arbeit vertiefen: Meine Freude an euch ist nicht in Worte zu fassen. Aber für jene, die immer noch tief und fest schlafen, was mein Kommen betrifft, sollte Alarm geschlagen werden. Jene von euch, die hart für mich arbeiten, im Bewusstsein, dass ich bald komme, ihr tut das Richtige. Jene, die ihre Arbeit für mich hingeworfen haben, weil ich bald komme, von euch bin ich enttäuscht. Ich war treu auf diesem Kanal und habe euch die Bedingungen genau gesagt, was die Zeit betrifft. Da gibt es keine Entschuldigung, die Dinge hinzuwerfen, die ich euch zu tun gab. Aufgrund dessen, dass keine Zeit übrig sei. Das ist eine Lüge Satans, dass ihr keine Zeit habt, eure Aufgaben zu erfüllen. Ich hätte sie euch nicht in Auftrag gegeben, wenn ihr sie nicht substanziell erfüllen könntet und wenn sie keine Auswirkung hätten aufgrund der Kürze der Zeit. Dann hätte ich sie euch nicht erteilt. Dies ist genau, wovor ich euch warnte, dass ihr es nicht tun sollt. Da gibt es Zeit für euch, das zu tun, worum ich euch gebeten habe. Und ich bitte euch noch einmal, dringt ein. Stellt eure Arbeiten für mich nicht ein. Dringt ein. Verliert euch nicht in den Erwartungen, dass ich jeden Augenblick zurückkehre und ihr euch aus diesem Grund von den euch übertragenen Aufgaben zurückzieht. Bitte, meine Leute, ich sammle die Früchte aus euren Bemühungen ein. Ihr gebt ein unbezahlbares Vorbild ab für die Welt. Ja, der Herr kommt bald und ich tue alles, was ich tun kann für ihn, bis er mich von der Erde nimmt. Ich arbeite, wie ich es niemals zuvor tat, weil ich weiß, dass er mir diese Arbeit nicht übertragen hätte, wenn sie vergeblich wäre. Ich blicke auf die Seelen, die von meiner Arbeit für ihn profitieren werden. Und dies lässt mich weitermachen. Das ist genau die Haltung, die ihr haben müsst zu dieser Stunde. Sagt der Welt, dass ich bald komme. Die Zeit ist kurz. Aber nutzt euer Leben, um mir zu dienen. Arbeitet nicht für die Welt. Arbeitet für Jesus. Tut alles, was ihr könnt in der Zeit, die euch noch bleibt. Nutzt jede Minute für Christus. Das ist die Botschaft, die ich ausstrahlen will. Arbeitet aufmerksam zum Wohle des Königreiches. Seid wohl überlegt mit eurer Zeit. Verschwendet sie nicht. Dann werdet ihr ausgeglichen und vorbereitet sein für das, was bald kommt. Wenn aber alles, was ihr tut, ist, den Menschen zu sagen, dass die Stunde jetzt hier ist, er kommt, dann vergrößert ihr die Entmutigung und Ernüchterung. Nur nach all den Jahren prophetischer Worte, welche niemals geschehen sind, und ihr macht aus dem Glauben ein Gespött. Nein, es ist nicht euer Fehler, dass sie nicht glauben. Aber die Dringlichkeit, mit welcher diese Botschaften veröffentlicht werden, lässt keinen Raum für Verzögerungen. Und viele sind so enttäuscht, dass sie euch ignorieren. Das ist, womit ihr es im Augenblick zu tun habt. Das ist, warum so viele Christen ernüchtert sind und euch nicht zuhören werden. Wie auch immer,
Wenn ihr sagt, dass ich bald komme und dass wir hart arbeiten müssen, um die Ernte einzubringen, da wir nicht genau wissen, wie viel Zeit noch bleibt, aber wir wissen, dass sie kurz ist und ihr dies mit eurer Leistung für das Königreich unterstreicht, wird euer Zeugnis viel mächtiger und überzeugender sein. Wie ihr wisst, jeder spricht. Jeder hat etwas zu sagen. Jeder denkt, dass er das neueste prophetische Wort hat. Wonach andere jedoch suchen, ist eure Investition in das, woran ihr glaubt. Wenn du das glaubst, warum verbringst du dann immer noch Stunden vor dem Fernseher, auf dem Internet, mit Spielen von Videogames und nimmst an Partys teil, wie die Welt es tut? Das ist kein überzeugendes Lebensbeispiel. Das ist ein schwaches und lauwarmes Zeugnis für meine Rückkehr. Wenn ihr aber völlig dem Voranbringen des Königreiches verpflichtet seid, beides, einerseits mit guten Taten und andererseits euch euren Gaben widmet im Dienst, indem ihr schreibt, ermahnt, und das Wort auf dem Internet verbreitet und Inspirierendes produziert, um alle Menschen zu mir zu ziehen, dann werden sie sich die Arbeit ansehen, die ihr tut, eure Hingabe, eure harte Arbeit, die Art, wie ihr eure Zeit nutzt, und sie werden euch glauben. Er kommt bald, sonst wären sie nicht so engagiert mit ihrer Arbeit für ihn. Wir hören besser zu. Ja, das ist das Zeugnis, welches ihr habt. Ihr müsst immer bekunden, dass die Möglichkeit besteht, dass es eine kleine Verzögerung gibt, zusammen mit der Tatsache, dass die biblische Prophezeiung zum ersten Mal in der Geschichte alle Bedingungen erfüllt hat, die ich in Matthäus 24 bekundete. Andere Prophezeiungen kommen aus anderen religiösen Quellen, wie zum Beispiel die Reihenfolge der Päpste mit Name und Nummer, der Staat Israel, Sättigung der Erde, mit evangelistischer Öffentlichkeitsarbeit. Alles wurde erfüllt, wie ich es dargelegt habe, vor meinem Kommen. Genau vor meinem Kommen. Also könnt ihr die kurzen Verzögerungen erwähnen. Seid aber bestimmt, was die Tatsache angeht, dass dies die letzte Stunde ist, da die Prophezeiung erfüllt ist und es jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Vater zu mir sagen wird, geh. Meine Leute, versteht dies bitte. Ihr werdet weit mehr Seelen einfangen mit anerkannter biblischer Wahrheit und historischen Fakten und mit eurem offensichtlich engagierten Vorbild, als ihr es mit einer Welle prophetischer Worte tun würdet, welche überall ertönen, genauso wie sie es von der Mitte des letzten Jahrhunderts antaten, in einem Versuch, alle zu überzeugen, er kommt, er kommt, er kommt bald, wieder und immer wieder. Wenn ihr ihnen aber sagt, dass die Zeit kurz ist, könnt ihr noch die Frage hinzufügen, was tust du für den Herrn? Lebst du für dich selbst oder für Gott? Womit wird er dich in jener Stunde beschäftigt finden? Legt nicht eure Arbeit nieder, um den Himmel zu betrachten. Beendet eure Arbeit und macht weiter, bis ich euch sage, dass ihr damit aufhören sollt, denn es wird eine Zeit kommen, wenn kaum etwas weiteres erledigt werden kann. Aber bis das geschieht, bitte, wenn ihr mich liebt, macht euch an die Arbeit, beendet das, was ihr begonnen habt, verbreitet es, bringt es hinaus zu den Massen.
Ihr wisst einfach nicht, welche verlorene Seele ihr durch eure Bemühungen erreichen werdet, welche für mich jedoch alles bedeutet. Ich werde jene belohnen, die unermüdlich für mich gearbeitet haben, mit einem reinen Herzen, jene, die halbherzig beschäftigt waren und ihre Arbeit nicht vollendet haben, werden sein wie der Diener, der sein Talent vergraben hat, während der andere, fruchtbare Diener anerkannt werden wird, und ihm werden noch mehr aufregende Arbeiten übertragen. Ja, ich werde euch mit einer Beförderung belohnen. Jene von euch, die mir ihr alles gegeben haben, werden niemals erraten, was ich für sie geplant habe. Aber ich verrate euch so viel. Es ist jenseits eurer wildesten Träume. Euch wird mehr Arbeit gegeben werden, weil ihr treu wart mit den kleinen Dingen, die ich für euch bestimmt hatte. Und ihr habt nicht aufgehört, wenn alle anderen sich hinsetzten und sagten, er kommt bald, da gibt es keinen Grund, etwas zu beginnen. Da gibt es keine Zeit. Das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, um euch aufzuhalten. Hört nicht zu. Macht weiter mit eurer Arbeit. Wenn ich komme, werdet ihr in die Freude eures Meisters eintreten, während andere, die ablehnten zuzuhören und sich selbst einzubringen, traurigerweise zurückgelassen sein werden. Nehmt meine Worte zu Herzen, sie sind Geist und Leben. Vergeudet keine Zeit, nutzt sie für mich. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Nutzt sie richtig, schaut nicht zurück auf eure Lorbeeren. Es ist das, was ihr tut, wenn ich zurückkomme, welches die größte Auswirkung haben wird, wohin ihr geht und was ihr tut, und ob ihr mitgenommen werdet oder nicht. Noch einmal, jene von euch, die unermüdlich für mich gearbeitet haben, ich habe eine solche Freude an euch, und ihr werdet eure Belohnung nicht verlieren. Macht weiter, das gute Vorbild zu sein, zu welchem ich euch bestimmt hatte in dieser Welt. Und für den Rest von euch, bitte, bringt euch ein, da gibt es Zeit, da gibt es mehr Zeit, als ihr denkt. Da gibt es Zeit und ich brauche euren Gehorsam.